keine Ahnung, was seine Mission war, aber ja, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut und falls es euch nicht gut geht, keine Sorge, euer Ben hat es für euch da und muntert euch ein wenig auf mit paar lustigen und goofy A-Clips. Und genauso dumm, wie es angefangen hat, geht es auch weiter. Guckt mal bitte, was die im Unterricht machen. Oh, das Video endet genau eine Sekunde, bevor alles eskaliert ist. Dieses Standbild ist zu heftig. Die zünden einfach einen riesigen Böller mitten im Unterricht. So, ja, gut, als würde es auf der Schule niemanden jucken. Wer kennt's nicht? Ich würde doch mal vorschlagen, als nächstes benutzt ihr einfach so eine Batterie mit 200 Schuss und lasst sie da drinnen zünden. Das wäre halt so das nächste Upgrade. Okay, schnallt euch an. Ich habe geheime Aufnahmen von Angela Merkel bei einem wichtigen Gespräch gefunden. Und was sie da sagt, ist einfach unglaublich. Ich schwöre, dass ich Dönerpreise auf 3 Euro lasse und dass jeder sich Seiten auf 0 leisten kann. Hast du ganz stark gesagt, Habibi. Habibi. Alles für die Shababs, weißt du? Alles für die Shababs. Ich küsse doch dein Herz, Angela. Hater würden jetzt sagen, es ist fake, aber hört nochmal genau hin. Das ist schon Angela Merkel und ihr seht's ja auch. Es ist alles real. Ich schwöre, dass ich Dönerpreise auf 3 Euro lasse und dass jeder sich Seiten auf 0 leisten kann. Ja, Mann, wie es aussieht, kommt Angela Merkel zurück und rettet das deutsche Land. Also eigentlich alles, was drumherum passiert, ist egal. Aber Hauptsache, dass der Döner wieder 3 Euro kostet. Bro, ich meine 7, 8 Euro für einen Döner. Was soll die Scheiße? Guckt euch das mal bitte an. Dort sitzen 2 Hamster auf einem Motorrad und der Typ und seine Shorty, seine Freundin, sitzt halt mit ihm drauf und er fährt sie gerade nach Hause. God damn! Er hat sie einfach rausgeschmissen. Was für ein Player. Der Hamster ist ein mieser F-Boy. Er war fertig mit ihr, hat sie einfach wieder zu Hause gedroppt und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Und der Abgang war wirklich verdammt cool. Das ist wirklich ein realer, ein real one. Oh nein. So viel TNT in der Minecraft Pocket Edition mit einem Nicht-iPhone. Ich weiß nicht, ob das so gut endet. Yo, okay. Also ich sag ehrlich, ich habe auch echt nichts anderes erwartet, weil, Bruder, du bist ja auch selber schuld. Warum willst du das auch versuchen? Jeder erprobte Minecraft-Spieler, der damals die Pocket Edition auf dem Handy gespielt hat, wusste ganz genau, dass das hier keine gute Idee ist. Und naja, er musste jetzt halt auf die schmerzhafte Art und Weise es lernen. Tja, selber schuld. Das passiert halt, ne? Dumme Idee, dumme Reaktion. Und genauso geht es weiter. Guckt euch mal bitte an, was dieser Typ hier jetzt vorhat. Er will seine fleischfressende Pflanze füttern mit einer Biene. Also er legt sie einfach selber rein. Das ist Mord, Bro. Das ist eigentlich schon versuchter Mord. Opa, вот это сработало четко. Opa. Вот это сработало четко. Все. Ja, was soll man dazu noch sagen? Die Karma-Schelle hat mal wieder geregelt. Und zwar so hier. Die wollten es ja unbedingt ausprobieren, aber die Biene hat sich gedacht, na, 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 nicht mit mir, ihr Bitte. Und geht mal direkt auf den Angriffsmodus rüber. Ey, das haben die echt verdient, ne? Das ist das gewünschte Ende von mir für dieses Video gewesen. Okay, und wer heute immer noch denkt, yo, die Welt ist doch noch nicht verloren, vielleicht gibt es noch so ein bisschen Hoffnung, noch einen kleinen Funken da draußen, der irgendwo schlummert. Ja, ich muss euch enttäuschen, dieser Funke wird spätestens jetzt auch erlöschen. Bro, what the f*** ist das für eine Werbung? Ach, du heilige Sch***. Ist das unangenehm. Was bin ich hier gerade sehend? Also ich verstehe, früher hat man auch so diese Handyspiele benutzt, so mit, wo man so eine Waffe hat und geschossen hat, aber na, na, na! Ein Mobile Weapon Pod Simulator? Oh my God, bro. Oh, hell no. Na, na, das ist wirklich zu krass. Das ist wirklich zu heftig. Natürlich, die meisten Kinder kommen ja heutzutage noch nicht unter 10 oder so an eine Vape. Also, was macht man dann? Na klar, man bereitet die Kinder schon mal schön davor vor und macht sie schon mal geil auf Vapen. Oder das ist so peinlich, ne? Würde ich mein Kind später damit sehen.
Oh, ich könnte echt für nichts garantieren, dass ich jetzt nicht mal ganz kurz Milch holen gehe. Wir sind wirklich verloren. Und was ist das überhaupt für eine Firma, die diese App anbietet, Bro? Wer saß in der Marketingabteilung und kam auf diese geniale Idee, das mit diesem Jungen vorzuzeigen? Ey, das ist echt ultra, ultra, ultra peinlich, ne? Also eigentlich ist es besser als richtiges Vapen, aber ich kann das nicht gutheißen, Bro. Was ist denn das? Ja, und damit sollte jetzt auch jedem klar sein, wir sind absolut verloren. Das war's. Die Welt ist gefickt. Wir werden uns niemals weiterentwickeln. Ab dieser Generation wird Schluss sein. Es wird Real Talk Schluss sein. Die Menschheit wird aussterben. Und ja, ich habe auch keine Ahnung, was jetzt hier passiert. Also ich suche wirklich seit 1-2 Stunden nach dem Sinn von diesem Video, was es mir eventuell sagen will, wo die Message steckt. Aber ich komme nicht dahinter. Vielleicht versteht ihr es ja. Попробуйте, Torch. Ja, конечно, попробуем. Ey, lass den Armen doch seinen Kuchen essen. Der hat sich den doch selber geholt. Immer dieser eine Freund, der nur einen Biss haben will. Блин. Пацаны. Sorry, походу nicht снял, блядь. Also, ich sag's euch ehrlich, ich habe echt absolut keine Ahnung, was hier gerade passiert ist, okay? Also, das am Anfang, warum hat er ihnen den anderen seinen Kuchen in die Fresse gehauen? Wozu? Und was ging mit dem Typ da draußen an der Tür ab? Was war denn seine Mission? Blin. Ey, lasst einfach weitermachen. Ich habe absolut keine Ahnung, was passiert ist, ne? Original, sowas sind immer meine Gedanken während der Mathearbeit, während ich mich eigentlich konzentrieren sollte. The Mosh going crazy as f right now. Wow, 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 Moment mal. Sind die gerade da wirklich in Roblox auf einem Konzert und machen einen Moshpit? Ey, ich dachte eigentlich, das Video kann nicht noch mehr random von gerade werden, aber was geht denn jetzt schon wieder ab? Einfach ein Konzertauftritt in Roblox, Bro. Und die tanzen da richtig rum, die machen wirklich Moshpits. Ey, okay. Oder was geht auf der Bühne ab? Ich nehme alles zurück. Das sieht krass aus. Und wenn man da Roblox spielt, kann ich mir wirklich vorstellen, dass man absolut crazy geht und einfach mittanzen muss. Guckt euch doch mal an, wie krass das ist. Das ist heftiger als jedes Konzert in echt. Ey, er ist auch der Main Character, wie er da rumläuft. Und ich schaue jetzt auch auf das, was ich mir dieses Wochenende mit meinen Freunden eigentlich schon vorgenommen habe in der echten Welt. Ich weiß jetzt, was ich mit den Jungs heute Abend machen werde. Und zwar eine dicke Roblox-Party. Roboter werden uns eines Tages ersetzen. Okay, und das soll jetzt der Roboter sein, der uns ersetzt, oder was? Das soll also ein Roboter sein, der die Maler ersetzt. Sozusagen, dass er den Raum von alleine streicht, ohne irgendeine menschliche Hilfe. Naja, okay, dann schauen wir mal, wie er sich so anstellt. Was macht der da? Ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass uns die Roboter in ein paar Jahren ersetzen werden. Ich meine, guckt euch doch mal diese klasse Malerarbeit an, die dieser Roboter hier veranstaltet. Wow, ein Maler könnte das niemals so gut hinbekommen. Ja, nee, danke für die Information. Und ich habe für euch jetzt auch noch eine Information. Das Video ist jetzt vorbei. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Alle Leute, die cool sind, geben einen Daumen nach oben. Wir sehen uns morgen wieder. Peace out.